Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Und zwar habe ich mir heute ein bisschen was ausgedacht. Und zwar nehme ich jetzt hier einfach mal den Double Login und nehme den Bazooka mit. Und ich nehme auch mit den Elementar. Kaulquappen will ich nicht. So. Und dann will ich einfach mal schauen, wie weit komme ich, wenn ich so viele Bazookas wie möglich hinstelle. Also Pyros und die Zeus. Will ich einfach mal ausprobieren. Kleine Herausforderung. Ist ja sowieso hier geht auf 4 gegen 4, da geht es um nichts. Mal sehen, ob ich damit mein Team komplett abfacke oder ob ich einfach ganz gut durchkomme. Schauen wir einfach mal. Mein Gegenangriff ist nicht schlecht, sollte ich viel verkacken. Ist es auf jeden Fall erstmal eine Option. Andererseits Riesenschnecken gehen sowieso immer. Wobei ich natürlich ja auch ein gutes Team habe, auch zur Auswahl, was ich so nutzen könnte. Gerade die Kanonen, Nimbus, ist schon sehr stark. Aber ich will einfach mal ausprobieren, was passiert, weil ich sehe so viele Leute, die einfach ganz viele Pyros haben, die ganz viele Elementare haben. Deswegen gehe ich einfach mal nur auf Bazookas, ob ich jetzt verliere oder nicht. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Man muss ja mal ein bisschen was ausprobieren, um zu sehen, was passiert. Und genauso wird es auch sein. Drüben ist schon Eiersack. Hat Goldwerfer. Harpier. Und Dachs. Der hält natürlich ordentlich aus. Okay, der hat so verkackt, dass ich nur noch einen Turtle reinkriegen kann. Hoffe ich. Nein. Okay. Hat nicht gereicht. So, das heißt, ich baue schon mal Bazookas hin, die ich dann zu Pyros mache und hinten dann eine Reihe von Zeus. Und mehr mache ich nicht. Mehr wird hier nicht passieren. Nur Bazookas. Ja, damit ihr genau wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Okay, hat sowieso eine Katze in die stellt. Schick ich halt jetzt den Turtle. Ich hätte prinzipiell auch auf Jester gehen können oder so und warten, was passiert. Aber ich weiß ja gar nicht, ob ich hier so großartig viel durchlasse. Das heißt, Zeus kostet 130, Pyro 175. Ich lasse mir das mal so ein bisschen offen. Ich weiß ja nicht, wie viele Pyros ich hier noch hinstellen möchte. Auf jeden Fall auf die andere Seite noch was. Wird jedenfalls sehr spannend. Da drüben hat er natürlich verteidigt, war klar. Was hat er hingestellt? Nur die Katze wahrscheinlich aufgewertet. Maske.
Den magischen Schaden hat er gar nicht, gerade für die Runde. So, war schon drüben schon mal ein bisschen was hin. Warum ist er rot? Naja, gut. Das wird so der Way to go sein für diese Runde. Bin selbst gespannt, was passiert. Ob uns das voranbringt oder nicht. Jedenfalls mit seinen Goldwerfern auch viel Aufprallschaden. Das wird für nächste Runde nicht so viel bringen. Wenn man auf der 7 ein bisschen Stich mitschickt, kriegt man vielleicht die Katze weg. Das ist gut möglich. So, Zeus ist schon mal da, der Erste. Krass, ne? Verursacht 160 zusätzliche Magieschaden im einzelnen Ziel. Stellt mit jedem Angriff ein Drittel Mana wieder her. Das ist viel magischer Schaden dabei auf jeden Fall. Aber der Schaden ist schon saftig, wenn man mal sieht, 160 extra Damage. Ist schon verrückt, ne? So, schicken wir einen Unhold mit rein. Okay, hier sind den Tanks aufgebaut. Die Kaulquappen. Nee, ich baue mal lieber noch einen hin. Einfach so zur Sicherheit. Ich bin schon wieder übelst weit unten, was die Worker angeht. Ganz unten. Aber ist auch vollkommen klar, wenn man hier so eine Challenge macht mit nur Bazookas, dass man da ein paar Abstriche machen muss. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Kann ich auch den einen oder anderen Worker mehr holen. Er hat locker abgewehrt. Er hat locker abgewehrt. Stichschaden ganz gut dabei mit den Masken. Der hat schon die dicke Maske, eine Katze wahrscheinlich voll aufgewertet und den Archer. Magieschaden hat er halt nicht, ja. Bis jetzt komme ich ganz gut durch. Sieht doch gut aus. Na, zumindest zu den Goldwerfern ist man schon mal hingekommen. Die haben schon etwas Schaden abgekriegt. Schicke ich einfach mal eine Turtle mit rein. Hm.
Wir wollen natürlich möglichst gut vorankommen. Macht aktuell Sinn, hier noch ein paar Zeus zu bauen. Für die Elf dann Pyros aufzuwerten. Das Gute ist, die kosten halt auch nur 40 erstmal, um die zu bauen. 45, um die zu bauen. Und der Rest. Die haben schon übelst viele Worker. Ich hänge aktuell echt weit zurück noch, ne? Das ist eine etwas schwierigere Welle, weil die weniger Schaden kriegen von Fernkämpfern. Aber trotzdem verteidigt. Ja, blockt halt alles ab, ne? Okay, hier ist durch. Das ist schon über 20 Worker, der ein oder andere. Sehr gut, ich konnte noch einen verbessern. Jetzt brauche ich für den Pyro 175. Das kriege ich ja schon fast, wenn ich kriege schon 150 für den Boss plus das, was geschickt wird. Dino hat er geschickt, der ist fast sofort weg. Kriegt natürlich weniger magischen Schaden, ne? So ein Pyro kann ich auf jeden Fall aufbauen. Ganz verrückt, ne? Ich habe nicht einmal durchgelassen. Waren ja übelst viel auf Worker. Ich meine, ich baue dann auch ein bisschen auf, aber ich muss jetzt ein bisschen auch noch auf meine Verteidigung achten. Okay, unser König ist ganz schön low. Oh. Aber die anderen haben auch alles dunkle Ritual genommen. Hm. Das sollten wir die ein bisschen regenerieren lassen, auf jeden Fall. Wir sind schon fast bei 30 Hörkommen. Ich habe 200 geschickt bekommen. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ich muss wirklich viel Worker aufbauen. Auch wenn ich jetzt die eine oder andere Runde vielleicht verkacke. Aber ich habe gut Einkommen, das heißt, ich kann jede Runde Pyro aufwerten. Rein theoretisch sogar zwei. Ich muss mehr Worker bauen. Die hängen mich sonst ab. Und das darf nicht passieren. Ich muss dranbleiben. Damit ich mit meiner Bazooka-Kombination hier weiterkomme. Es wird wahrscheinlich Sinn machen, vorne einen Tank hinzustellen, der dann noch so ein bisschen abwehrt. Aber dann wäre es ja keine Herausforderung mehr. On my way.
Ja, was soll ich denn jetzt schicken? Schauen wir mal. Die verteilen das immer so komisch, dann sieht man das so schlecht, ne? Eine Kacke. Ja, doch. So ein bisschen verteilen. Das sieht man immer so schlecht, was sie dann so haben, na? Der hat so von allem etwas. Lock and load. 360. Ein Ogre hat er geschickt. Und eine Mol. Okay, jetzt im ersten Mal verkackt. Also nicht so schlimm, ich muss Worker aufholen. Nee, diese Runde nicht. Diese Runde nicht. Nächste Runde. Pyros. Verrückte Geschichte. Wenn man sich das anguckt, das glaubt einfach keiner. Dass man so einen Scheiß gemacht hat. Na gut, da konnte ich auch nicht viel machen. So, jetzt werde ich hier ein paar Pyros auf. Ah, zwei Piepen fehlen mir. Dann muss ich normale Bazookas noch hinstellen. Wieder so weit zurück, die setzen ihre ganze Piepen wahrscheinlich. Ja, das ist klar. Ja, Tanks würden Sinn machen, aber das ist der Challenge, mein Lieber. Ich hätte Tanks zur Auswahl. Sie sind so weit voraus mit den Worker. Da habe ich nur zweimal verkackt. You are
Oh. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Pyros vorne. Mehr Pyros als von den Zeus. Die sind auch alle so ein bisschen drunter, aber wir haben halt wesentlich mehr Worker als ich. Wer hat sich denn so einen Scheiß ausgedacht, wie ich jetzt hier gerade mache? Gibt's doch gar nicht, oder? Das ist wirklich verrückt. Ja, ich kann doch ein Voreis mit reinschicken. Hat einen fetten Tank. Nö, geht eigentlich. Wir machen es aber trotzdem. Ja, diese Welle ist natürlich nicht so gut für mich. Arkanenverteidigung ist immer kacke. Sowohl für die Pyros als auch für die Zeus. Okay. Das heißt, so Late Game mäßig ist es etwas schwieriger durchzuhalten. Also meiner hat anscheinend verkackt. Da gibt es ein bisschen auf die Fresse. Mehr Worker für mich, ich brauche welche. Die haben schon alle so viel und ich habe nicht. Keine Piepen mehr. Wenigstens habe ich schon mal 88,8 Worker. Aber auf die 100 komme ich jetzt nicht. Also ich werde jetzt hier noch ein paar Worker bauen, aber dann nicht mehr. Dann baue ich nur noch meine Pyros aus. Oh. 1220. Komm, auf 100 Worker will ich wenigstens kommen. So. Aber erstaunlich, wie weit man damit kommt. Also klar, das Team hat viel gemacht. So, ich habe 5-mal einfach gehackt. Aber man hat doch, ich habe doch erstaunlich gut gehalten. Dafür, dass ich ganz unten bin. Kommt ein Drache noch an. Ja gut. So, das heißt, hier kommen jetzt neue Zeus dazu. Auf jeden Fall.
Und dann kann ich da noch ein paar Pyros hinmachen. Für die letzten Wellen. Das sammeln wir jetzt oder nicht? Sieht nicht so aus. Wieder 1220. Aber diesmal hat er nur Drachen geschickt. Diesmal halte ich echt gut. Die sind weg. Alles gehalten. So, dann sammeln wir jetzt. Ich habe gerade so 100 erreicht. Die andere hat 154 Worker. Krasser Scheiß. So. So. Das sieht doch schön aus. Er hat auch übrigens viele Harpien mit Attack Speed, ist nicht schlecht. Er hat ganz viele Healer. Er hat auch übrigens die Bazookas. Aber es ist schön verrückt, weil man kann aus den Bazookas ja so viel machen. Also man hat ja die zwei Möglichkeiten, zum Pyro oder zum Zeus zu machen. Und da hat man schon wirklich sehr gut Angriff und Verteidigungspower. Und die Pyros haben ganz gut geblockt. Die Zeus mussten noch nicht mal ran, ne? So. Was machen wir jetzt noch? Machen wir es noch so, ne? Ich habe einen Wert von 11.150 nur mit Bazookas. Mit nichts anderem. Keine Ahnung, ob das schon mal einer gemacht hat. Aber mit dem richtigen Team, was die Wellen abwehrt, wo du kacke bist, keine Verteidigung und so, da ist das ja übel dick, ne? So, was schicken wir hier? Hat einen Haufen Scheiße. Hexen sind immer gut. Einen kann ich noch bauen. Den setze ich in die Mitte. ...2800. Wie sieht's aus? Meine Armee. Ein Haufen Hexen. War ja klar. Ja, da habe ich dann keine Chance, ne? Aber hat unheimlich gut funktioniert, hätte ich gar nicht so gedacht. Und die haben auch alle weggemacht. Aber wahrscheinlich sind wir schneller down. Oder? Sieht so aus, ja.
Krasser Shit. Hey, wenn euch das nur Pyro und Zeus und Bazooka-Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Weil das macht hier nicht jeder so eine Challenge. Auch gerne ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja. Boah, die ganze Zeit lagen wir zurück. Scheiße. Vielleicht wegen mir, wer weiß. Na, schaut euch gerne die Handvideos mit an. Ich wünsche euch erstmal einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.